Hallo YouTube, seid gegrüßt, ich bin's wieder, euer Carsten. Und für das heutige Orchideenporträt bin ich wieder für euch in der Königsdisziplin unterwegs. Und zwar habe ich heute eine herausragende, fantastische Vertreterin aus der Gruppe der unifoliaten, großblumigen Kattleien für euch dabei. Die Rede ist von der Nationalblume Kolumbiens, Cattleya trianae. Hier haben wir auch schon unsere Cattleya trianae, wie gesagt, die Nationalblume Kolumbiens. Und wie ihr erkennen könnt, diese Pflanze hat den Titel der Nationalblume verdient, definitiv, zumindest in meinen Augen. Also eine wunderschöne Cattleya. Hierbei handelt es sich aber um einen Farbtyp. Die Pflanze, die ich hier habe, ist eine Cattleya trianae var concolor. Concolor heißt nichts anderes als gleichgefärbt oder gleichfarbig. Und das zieht darauf ab, als ein Farbtyp, der bei sehr vielen großblumigen Cattleyas zu finden ist. Und concolor heißt einfach nur, dass sowohl die Petalen, die Sepalen und auch die Lippe in der gleichen Farbe ist. Nur der Schlund der Lippe ist mit einem, ja, ich möchte sagen, gelb mit einem leichten Orangestich, aber die Pflanze, also die ganze Blüte an sich ist Concolor, also ein Concolor-Typ, gleich gefärbt. Also eine wunderschöne, majestätische Orchidee, definitiv. Ich habe mal gemessen, im Durchmesser beträgt die Blüte 15 cm. Und in der Höhe 10 cm, das hängt damit zusammen, dass die obere Sepale, könnt ihr es hier erkennen, die ist so ein bisschen gelockt. Das ist ganz typisch für Trianae, dass die obere Sepale, also der Dorsal oder die Dorsal, so nach hinten gewellt ist. Aber die Pflanze hat eine sehr große Spannweite, sehr breite, weit öffnende Blüten. Wunderschön. Natürlich ist es eine Duftorchidee, ja, wie alle klassischen Cattleyas. Hat aber einen sehr sanften, floralen Duft. Ich tue mich ja immer ein bisschen schwer, den Duft einer Orchidee zu beschreiben, weil es ist wirklich sehr schwer, das wiederzugeben. Es ist auf jeden Fall ein sehr angenehmer, floraler Duft. Ist nicht so schwer wie zum Beispiel bei Cattleya mossiae etc. Ja. Und ist sogar noch ein bisschen leichter als Cattleya varcevici, aber trotzdem sehr angenehm, sehr wohlriechende Pflanze. Ich halte mal noch ein bisschen die Blüten in die Kamera, dass sie auf euch wirken können. Also hier, wie gesagt, haben wir eine Rispe, die gerade am Öffnen ist. Wunderschön. Nun erstmal ein paar Fakten zur Geschichte von Cattleya trianae. Wie alle großblumigen, unifoliaten Cattleyas hat auch diese Cattleya trianae eine bewegte Geschichte hinter sich, weil sie kommt ja aus der Zeit der Orchideenjäger. Ja. Diese Pflanze ist auch entdeckt worden im 19. Jahrhundert, wie die meisten großblumigen, unifoliaten Cattleyas. Und das war halt die Zeit der Orchid Hunters, ja, der Orchideenjäger. Und damals sind hohe Summen für solche großblumigen Cattleyas bezahlt worden. Und auch wurden große Strapazen auf sich genommen in Expeditionen etc., um diese Pflanzen dann dem interessierten, wohlhabenden, in der Regel aristokratischen Publikum in Westeuropa zugänglich zu machen. Ja? Und diese Pflanze ist beschrieben worden von einem deutschen Botaniker, Heinrich Gustav Reichenbach, im Jahre 1860. Entdeckt ist diese Pflanze aber worden 18 Jahre vorher, im Jahr 1842, von dem belgischen Botaniker und Geschäftsmann Jean Jules Linden. Und der hat diese Pflanze in Kolumbien damals entdeckt, seine kolumbianische Art, ich habe ja schon gesagt, es ist die Nationalblume Kolumbiens. Als junger Mann hat er diese Pflanze entdeckt in Kolumbien, hat aber keine Pflanzen
Entnahme vorgenommen, ja, also kein Pflanzenmaterial aus der Natur entnommen. Und für eine Beschreibung braucht man halt Pflanzenmaterial, weil das wird dann in ein Herbarium auch hinterlegt etc. Und hat er aber nicht gemacht damals und hat aber anscheinend sehr großes Gefallen an dieser Art gefunden und war auch dann in engem Kontakt mit Kolumbien. Man muss auch dazu sagen, dieser Herr Linden, das war eigentlich eine ganz große Nummer in der Orchideenszene in Europa, ja, also der hat sehr viele Orchideen kommerzialisiert, also vor allem die Cattleyas etc. Und das war quasi jemand, bei dem ja, sind die Aristokraten und Pflanzenliebhaber ein- und ausgegangen in Europa, ja. Und er hat, wie gesagt, kein Pflanzenmaterial entnommen, aber er hat natürlich dann in den Jahren darauf versucht, die Pflanze in Europa zu kommerzialisieren. Er war auch der erste Europäer, also der erste, ja, Gärtner will ich nicht sagen, also er war mehr so ein Geschäftsmann. Er hat auch die ersten Cattleya Trianae in Europa kommerzialisiert. Und zwar ist im Jahre 1851, also 9 Jahre nach der Entdeckung, hat ein anderer Botaniker, nämlich ein kolumbianischer Botaniker, der José Jerónimo Triana, nachdem die Pflanze auch schlussendlich benannt wurde, hat nämlich in der östlichen Kordillere der kolumbianischen Anden ein Massenvorkommen von Cattleya Trianae entdeckt. Ich versuche mal die Pflanze mal so ein bisschen hereinzuhalten, dass er ist ein bisschen schwierig, weil der Topf wiegt sehr viel. Aber ich versuche mal ein bisschen so zu halten, dass ihr auch ein bisschen was seht. Und der hat in der östlichen Kordillere der kolumbianischen Anden ein Massenvorkommen entdeckt und hat das natürlich seinen damaligen Chef, den Herrn Linden, weil dieser Botaniker Triana hat gearbeitet für den Herrn Linden, hat das natürlich weitergegeben, die frohe Botschaft, und dann haben sie dann beschlossen, große Mengen nach Europa zu exportieren. Und im Jahr 1855, also 4 Jahre nach der Entdeckung dieses Massenvorkommens, ist dann auch zum ersten Mal eine Cattleya Trianae in Europa verkauft worden. Der Herr Linden hat nur wenige Exemplare verkauft zu einem Preis, den man heute als astronomisch bezeichnen würde, ja, also 150 Francs. Und das im Jahre 1855, also ihr könnt euch vorstellen, diese Pflanzen waren immer schon extrem hochpreisige Pflanzen, ja. Die sind erst in den letzten paar Jahrzehnten erschwinglich geworden durch die Erfindung der In-vitro-Kultur. Hier nochmal. Und dann erst im Jahr 1860, also 5 Jahre nach der ersten Kommerzialisierung der ersten Cattleya Trianae in Europa, ist dann quasi die Beschreibung vorgenommen worden. Der Herr Linden hat im Jahre 1855 die Pflanze aber schon als Cattleya Trianae verkauft unter dem Namen. Sie war aber noch nicht offiziell beschrieben. Dieser Herr Linden war auch eng befreundet mit diesem deutschen Botaniker, den Herrn Reichenbach, Heinrich Gustav Reichenbach, und hat ihn dazu mehr oder weniger, ja, genötigt will ich nicht sagen, aber so gedrängt, die Pflanze zu beschreiben. Und der Herr Reichenbach hat das auch gemacht, hat die Pflanze in einer deutschen Botanikzeitung beschrieben als Cattleya Trianae zu Ehren dieses kolumbianischen Botanikers, ja, den José Jerónimo Triana. Und er war, ja, weil er halt freundlich, also in Freundschaft verbunden war mit den Herrn Linden und auch das Pflanzenmaterial von diesem Herrn Linden bekommen hat, hat er auch in der Pflanzenbeschreibung, also am Ende des Namens, hat er auch den Namen Linden aufgeführt. Linden Reichenbach. Normalerweise ist es dann so, ein kompletter botanischer Name besteht aus Gattung, der Art, eventueller Subspezies etc. Und dann am Ende stehen noch die Namen von dem Botaniker, der sie beschrieben hat. Ja, und da hätte eigentlich nur Reichenbach stehen müssen, aber der Herr Reichenbach hat halt einfach gesagt, nein, ich möchte, dass der Linden da auch mit auftaucht. Und deswegen heißt diese Pflanze Cattleya Trianae Linden Reichenbach. Und, Entschuldigung, man muss dazu sagen, in manchen älteren Publikationen findet man den Namen nicht Trianae geschrieben, sondern Trianae geschrieben, sondern Trianae-i, also noch ein I hinten dran. Das ist aber in der heutigen Zeit verloren gegangen. Ich glaube sogar, die offizielle Bezeichnung
ist sogar Trianaei, also mit einem I hinten. Aber wenn man auch mal auf Google eingibt oder im Internet guckt, wird man immer nur Triana finden. Aber manchmal findet man auch den Namen mit einem I hinten. Und ich meine, in der Erstbeschreibung von dem Herrn Reichenbach ist die Pflanze mit I geschrieben worden. Ja, aber ich meine, es ist einfach Usus mittlerweile, einfach nur Cattleya Trianae, okay, zu schreiben. Ja, so viel vielleicht ein bisschen zur Vorgeschichte der Cattleya Trianae, aber jetzt natürlich zum wichtigsten Punkt, weil so eine spektakuläre Orchidee will natürlich auch zur Blüte gebracht werden, weil was bringt es, wenn ihr die wunderschönste Orchidee habt und diese Pflanze blüht nicht? Ich erzähle ja öfters mal, dass die unifoliaten klassischen Cattleyas definitiv in der Königsdisziplin spielen. Natürlich ist klar schnell zu sehen, warum diese Pflanzen in der Königsdisziplin spielen. Ein kurzer Blick auf die Blüten reicht aus, um zu sehen, dass es sich hierbei um sehr majestätische Pflanzen handelt. Und natürlich sind diese Pflanzen, ich sage ja immer meistens so, die Divas und Königinnen, ja, diese Pflanzen können natürlich auch zickig sein, wenn man ihnen nicht bietet, was sie gerne wünschen. Aber es ist gar nicht so schwer, weil Cattleya Trianae ist eigentlich eine sehr wüchsige und auch eine sehr pflegeleichte Cattleya-Orchidee, ja. Und was ganz besonders zu beachten ist bei dieser Pflanze ist, dass sie zwei Bulben hintereinander treibt, und zwar im Sommer. Also das entspricht der Regenzeit im Heimatgebiet der Cattleya Trianae, also in den nordeuropäischen Sommermonaten. Und dementsprechend sollt ihr die Pflanze den ganzen Sommer über ausreichend gießen, natürlich immer wieder abtrocknen lassen nach den Gießgängen, aber ihr solltet diese Pflanze nicht trocken, ja, also in Sachen Wassergaben nicht hungern lassen, ja, weil wenn die Pflanze es schafft, einen schönen kräftigen Trieb in der ersten Sommerhälfte auszubilden, wird sie halt, wenn das Lichtangebot gut ist, auch noch eine zweite Bulbe, also einen zweiten Trieb hinterher treiben. Dementsprechend sollte man auch nach der Ausreifung oder nach der Bildung des ersten Triebes, also der ersten Pseudobulbe, die Pflanze nicht trockener fahren. Man sollte einfach weiter gießen. Dadurch wird die Pflanze animiert, noch eine zweite Pseudobulbe im Sommerhalbjahr zu produzieren. Das ist nämlich ganz wichtig, weil Cattleya Trianae ist eine winterblühende Cattleya. Also meine ist schon sehr früh dran, ja, jetzt hier Anfang, Mitte November. Aber das ist eigentlich erst der Anfang der Cattleya Trianae. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr es schafft, im Sommerhalbjahr zwei Bulben zu produzieren, denn diese beiden Bulben werden nämlich auch beide blühen, ja, und dementsprechend könnt ihr dann hier auch mit so einem Blütenfeuerwerk oder so einem Blütendisplay rechnen, weil wie gesagt, eine Angewohnheit, eine sehr unangenehme Angewohnheit der Cattleyen ist ja, dass sie nur einmal an einer Pseudobulbe blühen können, ja, dementsprechend mehr Pseudobulben heißt einfach größere kräftige Pflanzen und heißt auch mehr Blüten. Cattleya Trianae hat in der Regel etwa bloß 3 Blüten pro Blütenstand. Andere Cattleyenarten können auch 4, 5 Blüten oder auch 6 Blüten erreichen. Cattleya Trianae nur 3. Hier habe ich allerdings an dem sogar 4 Blüten dran, ja. Aber normalerweise 2 bis 3 Blüten ist der Normalfall. Also hier sind auch 3 Blüten dran, hier auch, hier auf der anderen Seite kommen auch 3 Blüten gerade, 3 Knospen. Könnt ihr das sehen? Hier auch 3. Und dementsprechend ist es wichtig, 2 kräftige Bulben zu erzielen im Sommerhalbjahr, damit ihr dann quasi mit einer schönen Doppelblüte rechnen könnt in den Wintermonaten. Ja? Cattleya Trianae, wie alle Cattleyen, möchte sehr viel Licht haben, also sonniger Halbschatten. Ich halte meine Cattleya Trianae hier in meinem Hauptbestand mit meinen Cattleyen zusammen. Also ich habe 50%iges Schattierlein. Die Pflanze bekommen sehr viel Licht. Ihr müsst natürlich aufpassen, wenn die Blätter sehr hellgelb werden, ja, also wenn die sehr gelb werden, dann habt ihr es übertrieben mit der Sonnenstrahlung. Also dann solltet ihr etwas abschattieren. Und sehr dunkelgrüne Blätter ist wieder das Gegenteil, das heißt, die Pflanze steht zu dunkel. Und Pflanzen, die dunkel stehen, gerade bei Cattleyas, eine ganz wichtige Faustregel, Pflanzen, die zu dunkel stehen, blühen schlecht. Das ist bei sehr vielen Orchideen der Fall, aber vor allem Cattleya
Cattleya ist eine sehr lichthungrige Gattung und dementsprechend wirkt ein Lichtmangel schlecht auf die Blüte. Ja, die Pflanzen blühen dann einfach spärlich. Oftmals, selbst Pflanzen, die von der Sonne geschlagen, gelb und halb verbrannt mit Brandflecken, blühen besser als Pflanzen, die zu schattig gehalten wurden. Ja? Das ist definitiv so, weil eine starke Sonneneinstrahlung fördert die Blütenbildung bei Cattleyas. Ja? Natürlich sollte man versuchen, den Mix zu finden, ja? Weil keiner möchte eine halbtote Cattleya da sehen, ja? Die dann halb verbrannt ist. Aber in der Tat ist es so, ein Überangebot an Licht ist die Voraussetzung für eine reichhaltige Blüte. Dementsprechend müsst ihr auch ein schönes grobes Substrat haben. Ich kann euch mal hier mein Substrat zeigen, was ich hier habe, damit ihr auch oft und ausreichend gießen könnt. Hier, ich habe auch viel Split mit drin, weil ihr seht ja, es ist eine sehr große Pflanze. Der Topf muss auch schwer sein, damit die Pflanze nicht kopflastig wird. Ja, ihr könnt ja hier sehen, der Topf ist relativ klein im Verhältnis zu dieser riesigen Pflanze. Und diese Pflanze würde natürlich mit Leichtigkeit umkippen, wenn der Topf nur aus Borke bestehen würde. Ich habe hier locker 40% Steine, also Split in meinem Substrat. Das ist ja eigentlich mein Standardsubstrat, was ich hernehme. Und diese Steinbeigabe und auch diese grobe Borke sorgt halt dafür, dass das Substrat sehr durchlässig ist und somit natürlich die Pflanze auch bei vielen Gießgaben nicht vergossen werden kann und halt, dass da Gewicht auf den Topf kommt und dass quasi mir die Pflanze nicht kopflastig wird und dann eventuell umkippt. Weil wenn so eine Pflanze umkippt und auf die Blüte knallt, dann ist es vorbei mit der Blüte. Ja? Das könnt ihr euch vorstellen. Das sind ganz filigrane. Also wenn ich jetzt hier das zudrücken würde und einmal fest zudrücken würde, dann wäre diese Blüte hin. Definitiv. Luftfeuchtigkeit, nichts Besonderes, typische Cattleya Luftfeuchtigkeit, ja, so zwischen 70-80%, dann sind die Pflanzen eigentlich happy, ja. Also die brauchen keinen extremen Luftfeuchtigkeitswerte, ja. Natürlich ist immer positiv, wenn in der Nacht die Luftfeuchtigkeit etwas nach oben geht, ja, das mögen alle Orchideen, weil auch Cattleya Trianae ist natürlich eine Bergorchidee, ja. Ich konnte nicht viele Daten finden über die Höhenlage der Cattleya Trianae. Ich habe gefunden, dass die Pflanze so zwischen 1200 und 1500 Meter Natur vorkommen soll. Und da ist natürlich eine gewisse Nachtabsenkung vorteilhaft, definitiv. Das sind Pflanzen, die kann man auch, da es halt Bergorchideen sind, kann man sie halt auch in Deutschland im Sommerhalbjahr im Garten kultivieren. Das werden diese Pflanzen definitiv honorieren, weil die Chance, dass ihr zwei Blüten, also zwei Pseudobulben herauskitzeln könnt im Sommer, ist sehr hoch, wenn ihr die Pflanzen im Sommerhalbjahr im Garten kultiviert. Ja. Wie gesagt, schöner sonniger Halbschatten. Wenn die Pflanzen auch mal im Regen stehen, das finden die richtig toll. Also seht ruhig zu, dass die im Regen stehen, ja. Also verhätschelt sie nicht, ja. Ihr müsst halt nur mit dem Stand aufpassen, dass ihr die Pflanze von der Lichteinstrahlung her ideal positioniert, ja. Also volle Knallsonne wird die Pflanzen verbrennen, auch in Deutschland, ja. Gerade ab mittags bis die frühen Nachmittagsstunden, wenn da volle Sonne im Juli, August, da verbrennt auch eine sonnenliebende Cattleya. Und es sollte aber auch kein Vollschatten sein, ja, also nicht in eine dunkle Fichte reinhängen und so, das ist dann zu dunkel, ja. Die Pflanzen brauchen ein richtig schönes, durchschimmerndes Licht, ja, ein diffuses Licht, also so ein sonniger Halbschatten, ja. Aber halt Vorsicht mit Prallsonne in der Mittagszeit und auch in den frühen Nachmittagsstunden, ja. Da kann euch die Pflanze schnell verbrennen und das wollen wir ja nicht. Dementsprechend, wenn das Lichtangebot stimmt, dann könnt ihr auch reichlich gießen und dann muss natürlich auch gedüngt werden. Weil zwei Pseudobulben, wenn die produziert werden sollen, dann muss auch reichlich gedüngt werden. Also ich dünge ja alle meine Cattleyen einheitlich. Ich dünge zwischen 1,5 bis 2 Gramm pro Liter. Für die, die sich über meine Düngemischung, für meine Düngemischung interessieren, denen empfehle ich mein Video über das richtige Düngen von Orchideen. Das kann ich gerne am Ende dieses Videos verlinken für euch. Und ich habe auch ein Video gemacht über das richtige Gießen von Orchideen. Also da könnt ihr viele nützliche Tipps für die Pflege von Cattleyen oder generell Orchideen holen. Und dementsprechend
solltet ihr die Pflanzen also wie gesagt sehr hell halten, ausreichend wässern und auch die Pflanzen gut ernähren, damit sie halt wirklich diese tollen Pseudobulben produzieren. Also ihr könnt ja sehen, in diesem Jahr hat diese Pflanze für mich hier produziert 1, 2, 3, 4, 5, ja, 5 Pseudobulben hat die Pflanze produziert. Ihr könnt das hier erkennen, die neuen Pseudobulben, das sind die, die hier so ein bisschen dreckig grau mit Pergamentpapier überzogen sind, ja, weil die, wenn die Bulben rauskommen, dann, ich kann mal von hier vielleicht zeigen, also die Bulben, die so ein bisschen grün sind, das sind die alten Bulben und die so diese pergamentartige Schicht hier haben. Hört ihr das? Kann man auch abmachen. Das ist quasi so ein Schutz, während die Bulbe produziert wird. Das kann man auch abmachen. Hier. Da müsst ihr auch aufpassen, oftmals... wenn Pflanzen geschwächt sind und dann eventuell anfälliger sind für Schädlingsbefall, die Schildläuse oder viele Läuse oder Wollläuse, die verstecken sich gerne unter diesem pergamentartigen Schutzbelag. Das heißt, das ist gar keine schlechte Idee, wenn ihr das abmacht. Das schadet der Pflanze nicht, aber bitte erst diese pergamentartige Schutzhülle abmachen, wenn die Bulbe voll ausgereift ist. Ja? Wenn die Bulbe noch frisch ist und auch dieses Pergamentblättchen noch nicht abgetrocknet ist, dann könnt ihr die Bulbe beschädigen. Also wenn das vollkommen abgetrocknet ist, könnt ihr das gerne abmachen, weil das ist nämlich ein Ort, wo sich vor allem Schadinsekten natürlich hier gerne verstecken. So, die Luftfeuchtigkeit, wie gesagt, 70-80% ist eine gute Durchschnittsluftfeuchtigkeit für diese Pflanzen und immer in den Morgenstunden oder in der Nacht ein bisschen höhere Luftfeuchtigkeit ist immer gerne gesehen. Das ist natürlich auch der Vorteil bei einer Gartenkultur. Da könnt ihr natürlich die Pflanzen mit Morgentau versorgen, der sich dann automatisch im Garten selber bildet etc. Und das ist im Prinzip das Wichtigste zur Kultur dieser Cattleya. Sobald die letzte Bulbe ausgereift ist, das dürfte so im Spätsommer der Fall sein, im Frühherbst, dann kann man die Pflanzen, ja, ich will jetzt nicht sagen trockener halten, aber halt nicht so reichlich gießen wie im Sommer. Dann ist ja auch schon die Temperatur am Abflauen und auch die Sonneneinstrahlung geht dann zurück und dann sollte man die Pflanzen sowieso halt auf die geringere Lichtmenge bezogen auch weniger gießen. Und dann wird die Pflanze schon ganz allein in die Blütenphase einleiten und dann kann man frühestens jetzt im November mit der ersten Blüte rechnen. Ja, also meine Trianae concolor ist eine frühe Blüherin, ja, also die blühen über den ganzen Winter. Das muss ich vielleicht noch dazu sagen, Cattleya trianae ist eine extrem formenvielfältige, also eher Farbformen. Es gibt sehr viele verschiedene Farbformen von der Cattleya trianae. Es gibt natürlich Semi-Albas, es gibt Typos, es gibt Concolors wie meine, es gibt Rubra-Formen. Ich habe hier auch eine ganz tolle Trianae. Das ist eine ganz tolle Hybrid, das ist eine Selektion. Eine ganz tolle Rubra-Selektion. Da kommt schon hier der Neutrieb. Also bei mir ist natürlich die Sonneneinstrahlung sehr hoch hier, auch um diese Jahreszeit noch. Und da bei mir machen die nicht so krasse Wachstumszyklen. Ja? Also bei mir neigen die Pflanzen dazu, über das ganze Jahr hindurch Neutriebe zu machen. Aber man merkt auch, dass sie gewisse Wachstumsphasen natürlich schon haben. Also die Pflanzen, ist jetzt nicht so, dass die Pflanzen bei mir nach der ausgereiften Bulbe immer wieder neuen Trieb machen. Aber dieser Trieb hat hier schon geblüht dieses Jahr bei mir. Die Sorte heißt Cattleya trianae Sangre de Toro, ist eine wunderschöne Rubra-Form, also ist die ganze Blüte ist rot. Die müsst ihr euch im Prinzip vorstellen, wie diese hier, wie die Concolor, aber halt komplett rot. Ja, Lippe wie auch Sepalenpetalen, also das ist eine Rubra-Form. Und diese Pflanze habe ich gekauft, ich glaube sogar es war in Deutschland, ich habe sie über eBay gekauft und die kam aus Deutschland nach Spanien. Also ich habe die dann auch im Koffer hier mit nach Guatemala genommen, natürlich nur eine kleine Bulbe. Ja, ich habe bloß eine kleine Division, also die beiden Bulben hier waren da dran. Und die hat sich hier gebildet in diesem Jahr und hat Ende des Winters auch geblüht. Ja, also hier sieht man auch, ja, Kamera will nicht scharf stellen. So, jetzt.
Also hier kann man auch erkennen, hier war eine Blüte dran, aber nur eine. Also die nächste Bulbe wird definitiv wahrscheinlich doppelt so groß werden. Da werde ich dann auch eine Dreierblüte dran haben. Das wäre eine normale Farbform der Cattleya Trianae. Wie ihr seht, die Pflanzen variieren auch stark in ihrer Kompaktheit und ihren Bulben. Diese Sorte hat hier eher rundliche Bulben, die Concolor eher längliche Bulben, wobei die noch sehr jung ist hier. Das ist eine Concolor Tipo, also quasi die typische Cattleya-Form mit fliederfarbenen äußeren Blütenblättern und einer roten Lippe. Aber diese Pflanze hat noch nicht geblüht. Ja, ist noch eine. Ich schätze mal, dass die Pflanze im nächsten Jahr blühen wird. Also an keinem dieser Triebe ist ein Blütenstand, kann man es erkennen, also ein alter Blütenstand zu erkennen. Diese Pflanze ist noch nicht blühstark, die hat noch nie in ihrem Leben geblüht. Das ist aber eine Trianae Tipo. Nun zurück zu unserer Concolor. Eine sehr frühe Trianae-Form, wie gesagt. Die Pflanzen kann man eigentlich in Blüte sehen, ja, von November, Dezember, Januar. Hängt von dem Typ ab, ja. Auch die Blütezeit der einzelnen Pflanzen ist sehr lang. Also Cattleya Trianae ist eine der wenigen Cattleyas, der großblumigen, die eine sehr lange Blütezeit haben. Also 5 bis 6 Wochen können diese Pflanzen blühen. Das ist natürlich eine gigantisch lange Zeit. Die meisten Cattleyas kann man sagen einfach plus minus 4 Wochen. Gibt auch welche, die plus 3 Wochen blühen, wie zum Beispiel Cattleya Daoyana. Aber Cattleya Trianae fährt das volle Programm auf. Sehr große Blüten, sehr viele Blüten aufgrund der Tatsache, dass die Pflanze in der Lage ist, 2 Pseudobulben im Jahr zu produzieren und halt auch eine lange Blütezeit. Und somit ist es eigentlich, ja, eine wahre Königin unter den Orchideen. Nicht umsonst ist diese Pflanze die Nationalblume Kolumbiens und sie hat eine extreme Farbenvariabilität. Ja, es gibt da zig verschiedene Farbtypen und Selektionen. Also es ist wirklich eine auch extrem beliebte Pflanze in Kolumbien, ja. Es ist halt eine klassische unifoliate, großblumige Cattleya. Das sind wirklich Pflanzen, da kann man sich nur verneigen, ja. Also jeder, der so eine Pflanze bestaunen darf, hat nichts anderes als Bewunderung für diese Blüten über. Das kann ich, also ich kenne niemanden, der nicht innehalten muss, wenn er so eine Pflanze sieht und gar nicht weiß, was er sagen soll. Aber es ist wirklich eine Schöpfung der Natur, unglaublich, ja, also am besten hier, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. So, das war mein Video von Cattleya Trianae. Wenn euch meine Videos gefallen, dann könnt ihr mir natürlich gerne ein Like da lassen oder ein Abo. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Carsten. Und das war meine Cattleya Trianae Concolor. Tschüss.